Hallo Leute, willkommen zu einem kleinen Was ist in dem Paket für zwischendurch. Ich habe nämlich diesen wunderschönen Umschlag bekommen. Und ja, er ist nicht besonders dick und dadurch gehe ich davon aus, dass da ein Gewinn drin ist. Und zwar hatte ich bei einem Gewinnspiel von Bizarro worldcomics.de mitgenommen, oder besser gesagt auf deren Facebook-Seite hatte ich bei diesem Gewinnspiel mitgemacht, ne, und hatte gewonnen. Und ja, ich gehe mal von aus, dass das ist, weil ich habe nichts Dünnes bestellt und eins meiner Abos ist es auch nicht, ne. So, ihr werdet es sehr schön. Oh, weiß. Von beiden Seiten weiß. Dann wollen wir mal noch einmal gucken, öffnen, ne? Sehr schön. So, und zwar habe ich hier ein Variant von Spider-Man Heft Nummer 9. Um genau zu sein, das Blue Box Variant ist, glaube ich, limitiert auf 333 Stück und das finde ich natürlich richtig nice. In meiner Sammlung befinden sich recht wenig Variants. Ich habe eins zu Deadpool Spider-Man. Das war aber ein Fehler seitens des Verkäufers. Ich hatte das normale bestellt und hatte dann das Variant bekommen. Ja, und ansonsten habe ich eben noch Guardians of the Galaxy habe ich irgendeins als Variant. Das hatte ich aber auch bestellt, das war aber auch nicht teuer. So, ja, also Spider-Man 9, ach, hierhin steht es auch nochmal drauf, also erstmal Vorderansicht. Dann eine wunderschöne Zeichnung eben von der guten Black Hat, ne, ist von J. Scott Campbell, ne? Also eigentlich optisch auf FL ein richtig genialer Zeichner. Habe ich auch schon öfters gesehen, die Bilder von ihm, aber ja, ist jetzt eben kein Name, der sich bei mir eingeprägt hat. Das ist aber bei denen sowieso und so sieht das von hinten aus. Ne? Und ich habe Nummer 330, also relativ nah am Ende. Ich denke mal, das ist auch nochmal was Besonderes, ne? Und würde normalerweise 8 Euro kosten, ne? Ja, ich habe natürlich das Heft Nummer 8 ganz normal, weil ich habe das ganze Jahr im Abo, ne? Also das spielt dafür keine Rolle. Ist einfach nur schön, auch mal sowas zu haben, ne? Und ich denke, das findet einen schönen Platz neben meinem Captain Marvel Variant, US Variant, welches mir der gute Riley 85 zukommen ließ, ne? Ja, aber richtig, richtig nice, sowas auch mal in meinem Besitz zu haben, ne? Und jetzt werde ich übrigens nochmal ein kleines, was den Paket für zwischendurch aufnehmen, was ich vielleicht noch gleichzeitig hochlade oder eben einen Tag später. Mal schauen, ne? Okay, ich würde sagen, das war's und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Tschüss, Leute!